Es hat über Nacht geschneit. Und sie haben mich schon gestern Abend gefreut. Ja. Und es gibt sicher einen super Tag. Ja, offen. Ich bin der Kevin Fetz, komme von Laax und ich fahre Snowboard. Seit ich 16 bin, ja, mache das mega gern. Snowboard ist meine grosse Liebe. Ich fahre Parasnowboard Wettkampf seit jetzt 3 Jahren und bin dort im Schweizer Nationalteam. Ja, also das ist ein Tag wie heute eigentlich so überstehen. Braucht es eigentlich eine gute Grundfitness. Und die hat es bei uns durch unser wöchentliches Training. Trainiert 2x Kraft, 1x Ausdauer. Und das eigentlich den ganzen Sommer. Und jetzt während der Trainingssaison ist eigentlich 1x Kraft, 1x Ausdauer, und um es eigentlich wie beibehalten und zum fit zu sein während der Saison. Wunderschönes Wetter! Da kommen keine Leute, aber da fahre ich mal. Die ersten Snowboarder waren zu Laax am Fahren. Das hat mich recht inspiriert und ich hatte das immer schon gerne auf einem Brett zu stehen. Auch schon früher auf dem Skateboard. Da bin ich hier gesessen und rumgedüst. Parasnowboard, weil ich ein Handicap habe. Es ist Arthrogryposis multiplex congenita. Das ist eine Muskelgelenksbehinderung. Es schränkt mich eigentlich so mit der Beweglichkeit, der Muskelwachstum. Also die Ausprägung meiner Muskeln sind kleiner. Ja, ich gehe, seit ich ein kleiner Bub bin, in die Physio einmal in der Woche. Mit ein bisschen Pausen zwischendrin, wo ich nicht so Lust hatte als Teenager. Das ist, glaube ich, normal. Aber jetzt bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass ich jede Woche schon die Physio kann. Ja, dass ich meine Verspannungen, vor allem in den Beinen, kann ausmassieren und mir Übungen zeigen, wie ich gut dehne. Sorry. Du sagst Stopp, gell? Ja. Also ich habe kein Sprunggelenk eigentlich in dem Sinn. Es ist nicht so ausgeprägt, es ist eher viereckig. Und das ist halt eine konstante Belastung. Es gibt Schläge auf das Gelenk, Bänder werden beansprucht, Zähne. Gell, auch all die Verspannungen, ich meine, die Fettli, die sind einmal brutal hart. Oder auch die Oberschenkel. Und das ist wirklich, weil einfach ja, das Bewegungsausmaß eingeschränkt ist. Sie hilft mir eigentlich, durch die Woche zu gehen. Es ist halt jetzt eine Ausnahmesituation mit dem Schliffnikön. Es ist Hauptsaison, es hat 1 Million Leute. Dass ich eigentlich das Ganze machen kann im Spitzensport, brauche ich gewisse Hilfsmittel. Das Wichtigste von allem ist eigentlich mein Schuh. Ich habe einen geschäumten Innenschuh, der perfekt sitzt. Das Zweite, was mega wichtig ist der Keil, der unter meinen Schuhen in die Bindung kommt.
haben mega lange rumgewurschtelt mit Bierdeckel, mit einem Kollegen zusammen, haben wir es drucken lassen, tun es einmal in die Bindung rein und es macht, dass ich eigentlich viel mehr Druck und mit viel mehr Präzision fahren kann. Ja, jetzt es geht recht auf, es ist wieder schön und windstill. Die Saison war sehr erfolgreich in meinen Augen. In Graz-Gehren in Deutschland habe ich den dritten Platz gemacht. Dann habe ich in San Pellegrino in Italien ganz viele coole Erfolge geniessen. Zuerst mal den ersten Platz im Bordercross im Europacup, den dritten Platz im Bankenslalom und nachher noch im Team-Event haben wir gewonnen gegen Team USA. Und dann eigentlich wie als schöne Überraschung, die niemand gedacht hat, ich selber auch nicht, habe ich noch den Europa-Overall dritten Platz gewonnen, wo eigentlich wie die Saison perfekt gemacht hat und mich nachher eigentlich ins Elite-Team aufsteigen lassen hat. Diese Saison ist das Ziel, dass ich Top 3 mache im Europacup und sicher einmal in den Weltcup reinkomme. Dann nächstes Jahr in Kanada die WM und im 26. in Milano Cortina Paralympics. Es war lässig. Viele Leute. Ein bisschen Wind, Licht. Aber das ist perfekt, und würde ich sagen. Ich bin zu Füßen, aber das ist okay. Gut dazu.